Moin, liebe Freunde. Heute bin ich mal wieder in Emden unterwegs. Heute geht's in der Folge Stimmen aus Emden um ein ziemlich stacheliges Problem. Aber da kann euch Ramona mehr drüber erzählen. Keine Angst, Ramona ist nicht das stachelige Problem. Aber Ramona hat ein paar Findelkinder und wird uns da jetzt gleich ein bisschen was ich drüber erzählen. Ich kann auch stachelig, aber um mich geht es nicht. Du bist auch stachelig? Ja. Ja, das wollen wir doch nicht hoffen. Hallo Ramona. Hi. So, du hast ein paar Igel hier. Ja, ein paar so, ist gut. Die gucken wir uns jetzt mal an. Alles klar, komm super. Rein. Ja, mal gehen. Ja, Ramona, dann erzähl doch mal, seit wann bist du denn Igelmami? Seit circa 6-7 Jahren. Es fing damals mit einem kleinen Igel an, den ich hier im Garten gefunden habe. Habe mich dann belesen und schlau gemacht und mir von Profis Hilfe geholt. Und seitdem, jetzt mit jedem Jahr eben mehr und ja, igelfiziert, jetzt ist es vorbei. Und ist von Anfang an gut gegangen und seitdem dabei? Ja, gegeben. Gut, ich habe natürlich auch ein paar Sterbefälle gehabt, ne? Ja. Aber die meisten kriege ich durch, ja. Das ist super. Und wie viele Igel hast du jetzt zur Zeit, um die du dich kümmerst? Im Moment sind es nur 22. Nur 22? Ja, es waren 31, ein paar konnte ich aber allerdings schon auswildern. Ja, oh, 22 Igel, das klingt aber schon nach einer Menge Action. Ja, und es wären auch mehr. Eigentlich die Igel-Hochsaison fängt jetzt eigentlich erst an. Ja. Also es wird jetzt in nächster Zeit Igel regnen. Igel-Hochsaison, das heißt dann sind die kleinen stacheligen Gesellen wieder unterwegs und besuchen die Leute in ihren Gärten und... Ja, suchen also quasi schon nach Hilfe, ne? Ja. Hast du denn auch Igel, um du dich besonders gut kümmern müsst? Also pflegebedürftige Tiere, die jetzt ganz intensiv betreut werden müssen? Ja, ich habe zum Beispiel einen verletzten Igel, der ist wahrscheinlich unter Mähroboter gekommen. Da ist erstmal hier die ganzen Stacheln und die Kopfhaut weg. Ja. Da muss die Wunde natürlich jeden Tag gesäubert und gespült und verpflegt werden. Dann habe ich eine kleine Igel-Omi mit Hungerknick und eingefallenen Flanken. Ja. Dann habe ich gestern einen Igel gekriegt, der besteht nur noch aus Haut und Knochen. Der muss mehrmals täglich Infusionen gespritzt kriegen. Oh. Dann, wenn die ganz kleinen Minis kommen, zum Beispiel ein kleiner, der wiegt unter 100 Gramm, der musste die ersten paar Tage mit der Flasche gefüttert werden, weil er war viel zu schwach, der konnte sich gar nicht auf die Beine halten. Aber das nehmen die dann an? Also wenn du dich denn da mit der Flasche hingehst, das sind die ja nicht gewohnt, das ist keine Probleme. Nee, das nehmen die sofort an. Also die sind so ausgehungert, die nehmen das an. Ja, dann erzähl mal, wie zeitintensiv ist denn das mit den Igeln? Ich meine, 22 Igel, da brauchst du ja sicherlich auch ein bisschen Zeit. Ist das schon so eine Art Fulltime-Job, so eine ganz umfängliche Betreuung oder machst du das nebenbei? Eigentlich nebenbei, aber ich habe schon ein paar Mal gesagt, eigentlich habe ich gar keine Zeit mehr zum Arbeiten, weil ich komme von der Arbeit, schmeiß meine Klamotten in die Ecke, versorge die Hunde und dann geht's los mit den Igeln. Meistens, wenn ich dann gerade fertig habe und duschen will, dann klingelt das Telefon oder das Handy, dass wieder ein neuer Igel unterwegs ist. Also es gibt Tage, da komme ich erst abends um 11 Uhr zum Duschen. Also aus den Arbeitsklamotten komme ich meistens den ganzen Tag nicht mehr raus. Also doch sehr zeitintensiv. Sehr, ja. Ja, Ramona, du hast gerade gesagt, die Saison mit den Igeln, das geht jetzt erst richtig los. Hast du denn vielleicht ein paar Tipps, wenn man jetzt Igelbesuch im eigenen Garten auf einmal hat? Ich weiß es noch von früher, die Leute sind dann gern schnell dabei und stellen da ein Tellerchen Vollmilch hin oder so, um den Tieren was Gutes zu tun. Ist das richtig oder sollte man da vielleicht ein bisschen... Nee, Vollmilch ist absolut verkehrt. Igel sind Laktoseintoleranz, das vertragen die überhaupt nicht. Auch keine Katzenmilch. Also wenn man den Igeln was Gutes tun will, ein Schälchen Trockenfutter, Katzentrockenfutter, getreidefrei, hochwertigen Fleischanteil oder Katzennassfutter ohne Gelee, ohne Soße, Schälchen Wasser daneben. Also kann man, wenn man die falsch füttert, auch mehr Schaden anrichten, als man das eigentlich. Also am allerschlimmsten ist eigentlich außer Milch, dass man noch diese Igel-Fertigfutter anbietet. Hm. Weil das ist der letzte Müll. Da hat die Industrie sich echt was ausgedacht, um Geld zu verdienen und auf Kosten der Igelleben. Ne? Weil wahrscheinlich sind Zucker und sowas mit drin, ne? Zucker, Getreide, Obst. Ich meine, Igel sind Fleischfresser. Die können Getreide und sowas nicht verwerten. Also damit schadet man denen eigentlich mehr. Ja, und das ist natürlich nicht gut. Also man meint es gut, schadet den Tieren. Ich habe dir mal ein bisschen was mitgebracht hier für die Igel. Oh, das ist aber lieb. Da kannst du mal reingucken. In Katzenfutter wurde mir gesagt. Ja. Mit hohem Fleischanteil und auch ein bisschen Trockenfutter und sowas. Ja gut, Lachs. Lachs ist nicht so gut. Ich habe schon mal einen Igel gesehen, der einen Fisch aus dem Teich holt. Nein, das nicht. Wurde er nicht. Nee, ach Quatsch, ist egal. Aber ja, hier 70% Fleischanteil, das ist super. Das ist super? Ja, perfekt. Kannst du was mit anfangen? Ja, auf jeden Fall. Das auch, das kenne ich, das habe ich auch schon öfter geholt. Ja, das ist zum Beispiel so ein Trockenfutter, perfekt. Super, dann haben wir fast alles richtig gemacht, bis auf den Lachs.
Das ist, wir blenden nachher auch noch deine Kontaktdaten ein. Wenn sich Menschen also unsicher sind, die dürften sicherlich auch nochmal bei dir nachfragen. Ja, natürlich. Ne? Es ist übrigens auch gesetzlich verboten, einfach einen Igel einzusammeln. Ne? Also ja. wenn du einen Igel einsammelst, der nicht in Not ist oder nicht verletzt ist, dann kannst du richtig Strafe zahlen. Genau, du hast vorhin gesagt, Igel einsammeln, wenn sie die Größe einer Kiwi oder einer Zitrone haben, ja. Das ist in Ordnung. Oder wenn er verletzt ist oder... Wenn zum Beispiel ein Igel einen Hungerknick hat, die Flanken ja. eingefallen sind, dann braucht er definitiv auch Hilfe. Du sagtest vorhin, du hast ja einen verletzten Igel hier, der durch einen Mähroboter wahrscheinlich verletzt worden ist. Gibt es da Sachen, die die Leute in ihren Gärten noch beachten können, damit sowas nicht passiert? Ich meine, jetzt keine Rasenmäheroboter aufstellen oder kann man das irgendwie einstellen gut, das oder kann nur man zu ja, bestimmten ich, Zeiten? Oder? Wollte ich gerade sagen, nur zu bestimmten Zeiten oder wenn man zu Hause ist. Wir haben ja zum Beispiel auch so ein blödes Ding, mein Freund... Ich konnte ihn noch nicht davon überzeugen, dass das Ding auf den LKW fliegt, aber wir haben das jetzt eben so, das Ding starte ich, wenn ich hier bin und die Hunde laufen über dem Rasen, ja. die würden mir sofort anzeigen, wenn ein Igel da wäre. Prima. Also auf gar keinen Fall nachts laufen lassen. Das ist genauso mit diesem blöden Kantenmäher. Ne, wenn man zum Beispiel unter der Terrasse oder unter der Hecke vielleicht einmal mit der Hand drunter durchgeht, gucken, ob deiner ist, man merkt es ja. Und wenn was passiert, also wenn man wirklich mal dann was, dann sofort melden und sofort? Ja, Tierarzt kontaktieren. Tierarzt. Auf jeden Fall, ja. Zu guter Letzt, Ramona, du hast mich ja gefragt, ob wir da was machen können, um die Leute zu erreichen, die dir vielleicht ein bisschen unter die Arme greifen können. Wie genau können die dir denn helfen? Was brauchst du? Womit können die Leute dir was Gutes tun, um den Igeln zu helfen? Ja gut, Futterspenden nehme ich natürlich immer gerne an. Handtücher kann ich immer gut gebrauchen. Was bei mir jetzt im Moment wirklich fehlt, das sind Hasenställe. Ne? Ich habe hier so viele Igel, die kann ich alle nicht mehr überwintern draußen. Also ja. jetzt in der Natur. Die müssen im Schuppen oder im Carport in Hasenställen überwintern. Und die fehlen im Moment. Ja, liebe Freunde, vielleicht hat ja jemand von euch noch einen alten Hasen- oder Kaninchenstall. Handtücher, Decken auch? Nee, Decken eigentlich nicht. Danke. Handtücher oder ein bisschen Katzenfutter übrig, um Ramona und ihre Igel zu unterstützen, dass die kleinen stacheligen Gesellen auch gut durch den Winter kommen. Ramona würde sich sehr freuen, die Igel würden sich natürlich auch sehr freuen und ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr das Video teilt und verbreitet, eure Freunde darauf aufmerksam macht, ob wir hier nicht ein bisschen Hilfe leisten können. Ja, Ramona, vielen Dank für deine Antworten und für deine Zeit. Ja, gerne. Ich blende euch jetzt gleich nochmal die Kontaktdaten von Ramona ein. So wisst ihr auch, an wen ihr euch wenden könnt, wenn ihr noch Fragen habt oder wenn ihr helfen wollt. Bitte immer vorher eben einmal Kontakt aufnehmen. Einige Dinge werden zum Beispiel nicht mehr gebraucht, wie Zeitungen. Da ist also jetzt alles versorgt. Immer vorher fragen, dass hier keine Übermengen entstehen, sondern dass das ein bisschen vernünftig koordiniert abläuft. Aber die Tiere werden es euch danken. So, Freunde, und wenn ihr auch mal Stimme aus Emden sein wollt, dann meldet euch doch bei mir. Meine Kontaktdaten blende ich euch ebenfalls ein und setze sie unten mit in das Informationsfenster. Wenn ihr ein Thema habt, was gemeinnützig ist oder wo öffentliches Interesse besteht, meldet euch gern bei mir. Vielleicht bin ich dann bald schon bei euch vor Ort und ihr seid Stimme aus Emden. Bis dann, vielen Dank.